Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 16. Mai 2019 mit dem Video Tagesbotschaft für heute links oder rechts. Wähle links oder rechts, wie du siehst. Also ich habe auch wieder hier meine Skatkarten mitgebracht und bitte ich dich, dass du dich erstmal voll und ganz auf der Tag konzentrierst, dass du deine Augen schließt und einfach auch in der Energie der Kristallschale dich begibst und natürlich mir deine Gedanken auch rüber sendest. Also sende mir deine Gedanken und deine Fragen auch. Was ist jetzt gerade für dich, gerade heute wichtig? Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du jetzt bereit für die Legung. Konzentriere dich, da fällt schon die erste Karte. So, die zweite, die dritte. Und es sind hier noch vier Karten gefallen. Die lasse ich als Klärungskarte. Das wird dann auch wieder eine größere Legung. Und natürlich auch hier hätte ich dann gerne sieben Karten, damit du dich auch entscheiden kannst. So. Noch eine Karte. Noch eine bitte. Ja, das sind aber jetzt wieder zwei gekommen. Ich lasse es jetzt einfach. Also es geht heute um einen Neuanfang, eventuell für dich, oder geht es um Familie oder berufliche Neuanfänge. Alles, was mit Neuanfang zu tun hat, also was du alles, was neu beginnen möchtest, geht es heute darum. Also die Energien sind dafür gut, sind da. Heute haben wir auch wirklich einen Portaltag und dieser Portaltag steht in der Energie der Mut und Kraft, also gibt uns auch viel Erkenntnis und es geht darum, wirklich zu vertrauen und ja, seinen eigenen Überzeugungen zu folgen, den inneren Führung zu folgen, dass man sich nicht von den Meinungen anderen abbringen lässt, wenn man eine Eingebung hat. Also, dass man ja, einfach der innere Stimme auch folgt. Und es geht auch darum, dass du dich einfach nicht beeinflussen lässt, dich nicht beirren lässt, dass du alles von dir abprallen lässt. Geh in dein Selbstvertrauen und folge dieser Führung, was du so von innerem wahrnimmst. Es geht auch darum, dass du auch hier Hilfe bekommen wirst und Mut und Kraft auch. Ja, dass du das auch und Stärke, dass du das auch umsetzen kannst. Was auch immer, was an was du auch immer gedacht hast. Ja, hier ist dieses schöne Kartendeck. Ja. So, dann beginne ich jetzt. Du kannst jetzt wählen, links oder rechts. Und ich beginne mit der linken Seite. Wenn dir das zu schnell geht, halte einfach das Video an. Also hier sehe ich schon, dass es für dich um eine karmische Seelenpartnerliebe geht. Ja, ob du willst oder nicht, schau dir diesen Blatt an. Also es geht um eine karmische Seelenpartnerschaft, Liebe, was für dich die wahre Liebe ist, die große Liebe ist. Da legt sich auch dein Herzensmensch
dahin, also ganz viel Bewusstwerdung, vielleicht dein Herzensmensch, der sich gerade im Rückzug befindet, Rückzug, und es geht wirklich, diese tiefe emotionale Gefühle zuzulassen, geht es darum, und es geht auch wirklich darum, dass er das auch erkennt, dass er bei dir, also ja, das Gefühl hat, nach Hause zu kommen, ja, also dass du diese vertraute Gefühl für ihn vermittelst, was er auch wirklich fühlt, dass es auch richtig ist, dass er das auch soweit erkennen kann, ne? Und das ist doch durchaus positiv, also darum geht es heute hier bei dir, ja, und dann der Energie des Portaltages ist es so, dass du einfach deine innere Führung vertraust, dass du auch deinem Herzen vertraust und dich nicht ablenken lässt, von nicht beeinflussen lässt von deinen Freunden oder von deiner Freundin oder wie auch immer. Also keine Fremdbeeinflussungen. Und also es geht auch darum, dass du mehr einfach ins Vertrauen gehst. Ja, also in dein Selbstvertrauen, dass es auch mit euch weitergeht. Die Engel sagen auch, nur Selbstvertrauen ist so unglaublich. Erkenne, wie wertvoll und besonders du bist. Lerne dich Tag für Tag besser zu schätzen. Und mach dir bewusst, wie einzigartig du bist. Deine Engel hat viel Vertrauen in dich. Vertraue auch du dir selbst. Ja, also mehr in dieses Selbstvertrauen zu gehen, in diesem Prozess, ja. So, wenn du diese Seite gewählt hast, diese rechte Seite, dann ist deine Botschaft, warum geht es heute bei dir? Es geht hier heute, bei dir darum, dass du alle Verletzungen, alle Themen, was du mit Liebe oder Herzen zu tun hast, dass du sie in Heilung bringst. Dass du bist ja schon jemand, der sehr behutsam ist, also der sehr mit Mitgefühl auch spricht, also du bist ja auch nicht gerade, also du bist ein bisschen zurückhaltend, jemand, der sehr zuverlässig ist, der sehr liebevoll ist, der sehr treu ist, jemand, ja, und es geht auch hier um deinen eigenen Fortschritt heute, also es kommt etwas in Bewegung, es kommt etwas in die Stabilität, was mit deiner Liebe zu tun hat. Und dann decken wir die Karten auf. Hier sind, wir wollten 5 Karten hier raus, ja. So, und also die erzählen hier auch wirklich Bänder. Also es geht in erster Linie darum, dass du mehr in deine Kraft kommst, in deine Lebensenergie, dass du dich heute auch von manchen Dingen einfach begeisterst, dass du dich auch führen lässt. Es geht auch um deine weibliche Seite, um deine Intuition, dieses Mitgefühl, was du dann hast, eher Empathie, dass du das mehr fließen lässt. Es geht um Vertrauen auch, ja. Und von allen Dingen, du bist ja so ganz wichtig, du legst dich selber in den Bild heute, dass du dich heute besonders wichtig nimmst, dass du auch in deine Selbstwert gehst, vielleicht auch ein Stück weit meditierst oder dir etwas Gutes gönnst, also entweder eine Beratung oder irgendwie eine Energiearbeit oder dir etwas Gutes gönnst, wo du sagst, oder eine Hypnose, ja, dass du sagst, ja, das wollte ich immer mal machen, dass ich mehr in meine Selbstwert komme, mehr im Zugang zu mir komme, also diese Spiritualität, darum geht es heute bei dir. Und dich begleitet der Engel des Lichts, strahle dein inneres Licht aus in deine Seele heraus und verbreite das Licht und die Wärme unter deinen Mitmenschen. Je mehr du dein Licht strahlen lässt, umso klarer wirst du alles erkennen. Also, dass du dich mehr mit dieser lichtvollen Energie auch verbindest und auch nach außen strahlst. Nutze auch die Kraft des Portaltages. So, das war die Tagesbotschaft. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen.
Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like und freue mich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke einfach unter dem Video rechts auf den Button abonnieren und natürlich nochmal auf die Glocke, damit du auch eine Nachricht direkt bekommst, wenn es etwas Neues vom Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.